Ja, so wird man noch gerne in COD begrüßt. Season Pass Boni. Als Zeichen unserer Dankbarkeit warten folgende Bonusobjekte auf Sie. Ach du Scheiße. Waffenbestechung mit einer garantierten Nah- oder Fernkampfwaffe. Vorratslieferungsbundle. 10 seltene Vorratslieferung. Ich glaube, heute gibt es erstmal ein fettes Pack-Opening. Yeah! Was geht ab, meine lieben Freunde? Neuen hier und herzlich willkommen zum nächsten Call of Duty Black Ops 3 Online-Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, ihr seht gerade richtig, wir sind hier im Shop, haben irgendwie einen Bonus-Bundle bekommen wegen dem Season Pass. Das freut mich auf jeden Fall, können wir schon mal ein paar Packs öffnen. Und ja, ich war gestern mit ein paar Jungs in der Altstadt gewesen, wir haben ein bisschen Party gemacht, wie fast jeden Freitagabend. Heute wieder ein bisschen sehr katermodus. Ich gehe gleich mit meiner Familie schön am Rhein lecker grillen, weil das Wetter ist einfach noch phänomenal dieses Wochenende. 25, 26 Grad. Und da ist zum Glück auch keiner, der meine Hautkrankheit sieht oder so, weil ich hasse das übertrieben, wenn man mich draußen sieht und dann ich mit T-Shirt oder kurzer Hose bin, dann gucken alle Leute so doof, ey, was hat er denn an den Armen? Gestern kam ja von mir das große GTA San Andreas Finale online, das müsst ihr einfach abchecken, ist so krass geworden, einfach nur abnormal, wie gänsehautmäßig das gewesen. Ich habe so viel Mühe mit Musik gegeben. Ich finde das auch scheiße, dass die Entwickler einfach gar keine Musik unterlegt haben im Finale oder in der letzten Mission mit Big Smoke. Das habe alles ich gemacht, jede einzelne Musik, die ihr da hört, ist alles von mir. Und viele meinten, er ist einfach nur Gänsehaut gewesen. Also checkt das auf jeden Fall aus. Das Pack-Opening auf FIFA war gestern auch krass. Ich würde sagen, wir starten erstmal direkt mit zwei normalen Vorratslieferungen. Wir haben 20 Kryptos. Wir öffnen einfach mal hier zwei Packs. Ganz locker, easy, gechillt hier. Was bekommen wir im ersten Pack? Streng geheim. Eieiei. Oh, wir haben eine Waffentarnung bekommen. Ja, das war jetzt, glaube ich, komplett scheiße. Ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus, Leute, aber ich weiß, dass das gerade richtig scheiße war. Das war gerade einfach so ein Mertesacker von FIFA, ey. Delfinfolie, super. Na und? Und ach du Scheiße, jetzt sieht man da nur Kacke. Ich glaube, die 10er werde ich gar nicht mehr öffnen. So, wir machen jetzt erstmal hier ein Bundle Pack hier auf. Ich weiß nicht, ob das 10 seltene sind oder. Ja, Mann, das sind, glaube ich, 10 seltene. Oioioi. Was sieht man denn hier schönes? Zombie Walk Visitenkarte, Alter. Die sieht auch nicht schlecht. Alter, das sieht cool aus. Sogar legendär, die Karte. Ich glaube, die ist was wert. Pack mal die mal auf den Transfermarkt. Ich habe die direkt mal ausgerüstet, ey. Bestimmt war das irgendwas Seltenes, ey. Wir schauen mal jetzt nochmal nach. Das nächste Pack kriegen wir hier. Ach du Scheiße, Alter. Egal, heute mal ein gechilltes Pack-Opening zum Start hier, Leute. Gestern war es auf jeden Fall richtig chillig gewesen, aber das ist so abnormal heiß draußen. Und mein Sonnenbrand ist zum Glück ein bisschen besser geworden, weil ich hatte echt so einen krassen Sonnenbrand. Das ist zum Glück ein bisschen zurückgegangen, weil ich habe das mit Quark, mit so einer Creme bekämpft. Dann ist alles weggegangen. Vorräte, Weeble-Vollmantel-Variante. Oh, Prestige, Locust-Tarnung. Boah, die sieht ja mal geil aus, ey, ganz knapp. Chillige Scheiße hier, ey. Boah, krass, dass wir so viele Packs bekommen haben, ey. Das war jetzt einfach spontan. Und ihr meintet auch, ich soll mal so ein Kryptos-Pack-Opening machen. Und warum nicht? Dann machen wir einfach so ein Pack-Opening. Ich glaube, heute ziehen wir hier nur Scheiße irgendwie. Wir können ja gerne im nächsten Mal ein normales Pack-Opening machen, ey. Hab wieder einen chilligen Schlafanzug hier an. Hab ich frisch aus der Wäsche geholt. Frisch aus der Wäsche, Alter. Was laber ich da? Frisch aus dem Kleiderschrank geholt. Mann, 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 ey. Komm schon, ich will irgendwas Gutes ziehen. Gib mir wieder ein Ronaldo. Ah, selten, so frisch. Ja, Leute, bei FIFA hatte ich gestern ein richtig gutes Packlack gehabt. Warum nicht heute auch bei COD hier? Ja, Staub, Vespa-Tarnung, ja. Jetzt kommen nicht mehr so gute Sachen. Egal, wir öffnen noch die letzten beiden Packs und dann machen wir nochmal die Bestechung hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Boah, ist das denn episch? Aber Pumpgun, Alter, was ist das denn? Über den Regenbogen-Visitenkarte. Ja, die sieht ja mal richtig schön aus. So, jetzt das letzte Pack, Leute. Komm schon, gib uns was Gutes im letzten Pack. Gemäntel, Legendär-Variante, Pistolen, Battery. Ach du Scheiße. Dschungelparty? Was ist das denn? Ah, ne, das ist irgendeine Tarnung. Ich wollte schon sagen, wir haben irgendeine Waffe freigeschaltet. So, gucken, Waffenbestechung. Garantiert, dass mindestens ein Objekt eine Waffe ist. Enthält Bonus-Kryptos. Okay, schau mal nach, was hier drin ist in der Bestechung. Boah, was ist das denn, Alter? NX Shadowclaw. Das ist eine Waffe. Gibt es ja auch bei COD nur Waffen, die man in den Packs ziehen kann. Und wir haben jetzt gerade eine bekommen, die NX Shadowclaw. Ich weiß nicht, ob das eine gute Waffe ist, Leute. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Oha, Alter, Kryptos-Bonus 5. Ey, wir haben 81 Kryptos wieder bekommen. Was geht denn hier ab? Alter, was ist das denn für eine Waffe? NX Shadow, okay, sieht nicht schlecht aus. Jetzt haben wir wieder 81 Kryptos. Jetzt können wir hier noch schön drei Packs von denen hier öffnen, Alter. Ey, heute mal ein dickes Pack-Opening. Das reicht dann auch mit dem Video, ne? Licht, Alter, Locust-Tarnung, episch, Gorgon-Tarnung. Ich schreibe, wie gesagt, in die Kommentare, wenn ich irgendwas Krasses gezogen habe, Leute. Weil, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus. Wir haben jetzt das letzte 30er-Pack. Was kriegen wir hier? Eisvogel. Boah, Alter, das sieht auch nicht schlecht aus, der Anzug hier. Pharo-Tarnung, okay. Haben wir immer noch 33. Perfekt, dann können wir nochmal ein letztes 30er-Pack öffnen. So, jetzt das letzte Pack. Und da ziehen wir königlich Haymaker, Flattern, Kontrast, M8A7-Tarnung. Okay, perfekt. Dann haben wir keine... Oh, wir haben noch 10. Wir haben noch 10, Leute. Ey, das will einfach nicht aufhören mit den Packs, Alter. Was ist denn hier los, ey?
Meine Güte, Luxoreflex Fadenkreuz. Also ich glaube, die 10er werde ich echt nicht mehr öffnen. Da ist echt noch Müll drin, glaube ich, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal gechillt in unser erstes Spiel. Ich guck mal, was wir hier so finden werden. Eine Runde geht auf jeden Fall. Und dann geht's meiner Familie ab an den reinen Grillen, Leute. Bis gleich. So, Leute, wir haben jetzt mal die Kameraperspektive gewechselt. Ich habe die Kamera jetzt nach unten gepackt, weil das war immer komisch, so nach oben zu gucken, weil so ist am chilligsten. Hey, so, wir haben jetzt hier eine Runde Stellung auf der Map Spire gefunden. Spire, leck mir die Eier. So, mal gucken, was hier so abgehen wird. Meine erste Runde für heute. Immer dieses Nicht-Einspielen bei mir, aber egal, Leute. Das ist immer am lustigsten, wenn man dann eine gute Runde reißt. Man, da haben wir schon einen gesehen, auf dem Radar, der am Schießen ist. Das ist viel besser auf dem Bildschirm, Alter. Da kann ich 100.000 Mal sagen. Warte mal, da oben werden 100% welche kommen. Da. Ist der da drin Spawn oder nicht? Ah, da ist schon einer von uns. Wir gehen mal jetzt ein bisschen über die Flügel. Ich muss wirklich noch an meinen Laufwegen arbeiten, Leute. Das ist mein einziges Manko, finde ich so auch. So, jetzt vom, wie heißt das? Vom Aiming her bin ich definitiv besser geworden auf dem Bildschirm. Das muss man sagen, aber... Ja, wo sind denn die Gegner, Alter? Wollen die mich verarschen? Da, oh jo, Alter, wie viele kommen denn hier? Egal, immerhin habe ich einen bekommen von diesen Vögeln, ey. So, weiter. Müssen sie erstmal ganz gechillt hier einspielen, Leute. Ich bin immer noch ein bisschen auf Rille von gestern. Da haben wir auch schon mal einen. Warte, der ballert da. Zack, hört mir. Stellung umkämpft. Nee, nix da. Wir überraschen die mal jetzt ein bisschen von hier. Komm, zieh durch, irgendwie, zieh durch. Oh, da hinten haben wir schon mal welche hier. Zack, ey, wie viel schluckt der denn, Alter? Habt ihr das gesehen? Der hat übertrieben viel geschluckt. Ich habe schon aufgehört zu schießen. Eieiei. Okay, man merkt, dass das die erste Runde von mir ist. Man merkt es einfach. Nachladen nicht vergessen. Jump. Da kommen jetzt wieder welche. Ah, da haben wir den einmal einen gesehen. Warte, kommt jetzt hin. Ah, scheiße, der hat mich gesehen. Okay. Fuck, Mann, fuck. Das hat er gut gemacht. Hat er mir gerade echt gut gegeben. Zack. Aber ey, nein. Boah, hab ich aber echt nochmal Glück gehabt hier, Alter. Joe's Raps. Wollen die mich verarschen? Ich gehe gleich grillen. Die machen mir voll Hunger mit diesen Joe's Raps. Ey, was für Pisser, Alter. Kommen die mir jetzt an mit Raps und so. Krieg ich voll Hunger, Mann. Oh, ne, hinter mir war irgendjemand. Eieieiei. Ah, da sind wir da mit chillige Leute von mir. Also die Stellung, Alter, die müssen wir uns da holen. Boah, der ist ja komplett auf Rille. Fliegt den einfach runter. Okay, jetzt kommen mir bestimmt welche. Weil die wollen die Stellung bekommen. Eieieiei. Ich fühle mich gerade hier voll beobachtet von denen. Egal, wir machen jetzt einfach ein bisschen Risiko. Auf Rille. Hab ich. Oh, da sind bestimmt noch welche hier. Ich hab's gewusst. Da, ich wollte mich gerade hinlegen. Der hat mich niemals bekommen. Der hat mir nur noch einen Headshot gegeben, dieser Vogel. Egal, 7-3. Heute wird's mal eine gechillte Runde hier. Ein bisschen. Oh, wir haben Hater. Was geht denn hier ab? Perfekt. Okay, komm her. Der ist auch richtig motiviert. Denkt er auch so. Boah, das müssen wir ausnutzen, den Hater. Das müssen wir einfach ausnutzen. Komm. Da. Boah, der war ja richtig am Sprinten. Zack, hab ich. Da hinten war noch einer. Ah, der ist schon tot. Die sind beide schon tot. Oh, von der Seite. Boah, Alter, man könnte denken, ich habe einen Scuff-Controller. Richtig am Jumpen hier. Alter, wir sind gerade gut am Reißen hier. Weiter. Schnell diesen Hater einfach ausnutzen. Boah, Hater ist so krass, Leute. Ich schwöre es dir, das ist so krass, Mann. Ihr fühlt euch wie der Baba einfach. Das sage ich euch. Krank, wir hatten bei uns einfach Hater ist Spiel. Das finde ich auch mal heftig. Ey, Digga, ich habe gedacht, unser aus dem Team hat gerade kassiert. Das wäre es ja gewesen. Wo wir Hater haben. Aber wir haben noch eine Drohne hier, ganz locker. Die machen wir jetzt mal. Und gleich noch Hellstorm. Aber Hellstorm auf dieser Map ist so gut wie... Bringt eigentlich gar nichts. Oh, shit, da oben. Oh, da hat mir einer den Arsch gerettet, ey. Warte, wir gehen jetzt mal rüber auf die andere Seite. Ey, ich bin gerade voll im COD-Film, Alter. Kann das sein? Ich bin voll viel am Labern, ey. Richtig, diese Laberflash. Okay, komm, weiter. Da haben wir einen. Da ist einer. Hab ich. Optimal. Drohnenabschuss. Wir haben Hellstorm. Ah, na, ey, das war gerade so schlecht. Ich schwöre, ey. Boah, das war gerade echt mega peinlich, Leute. Tut mir leid, Alter. Ich schwöre es euch. Tut mir leid. Da haben wir schon mal zwei. Hey, warum haben wir nur einen bekommen? Und wir haben den Sperma haben wir. Eieiei. Achso, das war Stellung. Und ich dachte, das wäre eine Flagge. Oh ja, Gott, Alter. Jetzt darf ich nicht hier in Minus geraten, Mann. Wir sind gerade 10 Plus-Kills im Plus. Der Spruch kann doch nur von mir kommen, Alter. Wollen die mich verarschen? Was geht hier ab? Ich brauche unbedingt ein Headset, Alter. Weil ich zock mit dem Fernseher gerade fast auf stumm. Ich höre gerade einfach gar nichts. Ah, jetzt haben wir ja diesen Sperma. Ich bin gerade ein scheiß Level. Deshalb habe ich auch voll die scheiß... Wie heißt das da? Diese Special-Dinger. Habe ich. Komm weiter. Nein, Alter, nein. Ey, warum habe ich diesen Sperma, Alter? Sperma, ey. Scheißdreck, Mann. Egal, weiter. Müssen uns konzentrieren. Weiter konzentriert bleiben, Leute. Weiter konzentriert bleiben. Genau so. Lass dich von nichts unterkriegen, Öl. Nie von nichts. Einfach nur drauf wichsen, immer. Weg mit der Scheiße. Ah, ich renne einfach manchmal zu stark rein, ey. Alter, mein Bildschirm ist viel zu leise, Mann. Ich höre gerade einfach gar nichts. So kann ich auch schlecht hören, wo die Gegner kommen, wenn der Fernseher fast auf stumm ist, oder? Ist wirklich so. Hier, der Pisser, kriegt der den hier. Weiter. Let's go. In der letzten Folge haben viele Leute in die Kommentare geschrieben, ey, nee, für Impact-Clan, Alter, dass ich da mitspielen soll.
Ja, ich glaube, das werden die Jungs nicht mitmachen, weil ich muss auch zugeben, Leute, wenn ich jetzt krass wäre, würde ich das sagen, aber ich bin nicht so gut in COD. Ich bin in Ordnung. Ich muss mich, wie gesagt, noch viel, viel verbessern, was Laufwege angeht, was das Zielen und so weiter angeht. Also ich muss mich auf jeden Fall verbessern vom Movement und so alles. Das gebe ich einfach offen und ehrlich zu, Mann. Das ist ja kein Ding. Das ist ja auch kein Akt, Leute. Das wissen ja auch die meisten von euch, dass ich nicht der beste COD-Zocker bin. Da habe ich aber auch gar kein Problem mit. Also solange Leute hier nicht sagen, ey, nee, du denkst, du wärst voll der Killer oder so. Nein, Leute, auf keinen Fall denke ich das. Oh, shit, da ist noch jemand. Den holen wir uns. Wo ist er, wo ist er? Ah, der ist schon da am Rennen. Der ist schon am Rennen, der Pisser. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Bleib doch mal stehen, ey. Warte, jetzt holt er mich 100%. Ich hab's gewusst, doch nicht. Oh Gott, das war gerade richtig schlecht. Ah, da ist noch irgendwo jemand. Wo sind denn die ganzen anderen Leute? Da ist keiner. Da ist wieder einer am Fliegen. Macht einen auf Harry Potter. Harry Potter, nein, der holt mich da noch. Boah, scheiße. Ey, ich hasse das. Man ist schon so gut wie weg und trotzdem treffen die da einen irgendwie noch. Aber die Map finde ich eigentlich mit am geilsten vom Map-Pack, weil die ist einfach übertrieben chillig. Ich erinnere mich auch ein bisschen an Terminal von Modern Warfare 2. Die Map fand ich auch damals richtig krank, Alter. Modern Warfare und COD 4 waren so mit meine Lieblings-CODs. Das waren einfach so kranke Dinger. Deshalb warte ich mal auch wieder auf so ein Spiel, wo man nicht so rumhüpfen kann und sowas. Was nicht so eine... Boah, der hat mir gerade fast gegeben. Wo man nicht so in der Zukunft ist, so krass. Deshalb, Modern Warfare, das war schon ein richtig krankes Spiel, Alter. 1 und 2 und 3 war auch nicht schlecht. Wir haben gewonnen, Leute. 23 zu 9 ist in Ordnung. 14 plus Kills. Der erste ist bei uns richtig abgegangen. Einfach 33-2. Der hat da auch den Hater gehabt, womit wir auch richtig viele Kills gerissen haben. Guckt mal unten links unsere Visitenkarte. Die sieht so geil aus, diese drei Zombie-Babys da. Und dann noch dieser Geist, der nicht schlecht. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat, hier mit dem Pack-Opening zusammen. Hier war mal was anderes, habe ich noch nie gemacht. Boah, der hat da mal eine richtig geile Ausrüstung hier, Mann. Boah, sieht aus wie so ein Zombie fast. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Heute Abend, wenn, denke ich, noch ein zweites Video kommt. Macht euch da keine Sorgen. Ich gehe jetzt erst mal meiner Familie grillen, komme dann nach Hause, nimm das zweite Video auf. Ich weiß noch nicht, was es sein wird. Ich denke mal, WWE ist heute dran, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber sollte eigentlich auf dem Plan stehen, dann kommt heute Abend noch WWE online, Leute. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da. Zieht euch gestern hier das Finale von San Andreas rein. Das war einfach echt mega heftig. Ich habe da so viel Zeit in dieses Video reingesteckt. Und ja, FIFA-Video war auch gestern richtig geil, das Pack-Opening. Abchecken, Snapchat, Instagram, alles in der Beschreibung, Leute. Und damit verabschiede ich mich. Ich gehe jetzt an den Rhein lecker grillen, Leute. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Double Time Pass. Irgendwie verabschiedet sich. Ihr seid alle hart und jetzt raus. Und tschüss.